Hey Leute, hier ist KleinGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play OMSI 2. Heute bin ich mit einem neuen Busmod und einer neuen Version von einer Map, auf der wir schon öfters unterwegs gewesen sind, am Start. Und dann komme ich erstmal zu dem Busmod. Und zwar handelt es sich dabei um einen Mod von Altair. Und bei dem Mod, da sind zwei Busse dabei. Und zwar einmal der Solaris Urbino 12 und einmal der Solaris Urbino 18. Und bei der 12er Variante, da handelt es sich um einen Solo-Bus. Und bei der 18er Variante, da handelt es sich um einen Gelenkbus. Und der Busmod ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Genauso wie auch schon der Mercedes-Benz Citaro Ofen 530 und Ofen 530G von Altair. Ist auch hier der Solaris Urbino 12 und Solaris Urbino 18. Wirklich wieder richtig, richtig gut umgesetzt worden. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, der Bus. Also hier auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Bin schon ein bisschen mit dem Bus durch die Gegend gefahren, lässt sich wirklich super fahren, der Bus. Also ja, von mir an der Stelle auch schon mal ein dickes Lob an den Macher, an den Entwickler von dem Bus. Ist wirklich richtig gut geworden. Ihr seht hier den Solaris Urbino 18, also die Gelenkbus-Variante. Und genau mit dem werden wir auch heute unterwegs sein. Und zwar trägt er hier die Lackierung von der Verkehrsgesellschaft Vestische. Und ja, darüber könnt ihr vielleicht auch schon auf den nächsten Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, schließen. Und zwar die neue Version von der Map, auf der wir jetzt heute unterwegs sein werden. Und zwar handelt es sich dabei um eine neue Version von der Map Gladbeck. Und zwar die Version 5.1.1. Also eine überarbeitete Version von der Map mit neuen Linien und somit auch neuen, ja, Straßen, neuen Strecken. Und ich habe mir die Map auch schon mal so ein bisschen angeschaut und die gefällt mir auch wieder wirklich richtig, richtig gut. Genauso wie die Vorgänger von der Map ist auch diese Version hier, die Version 5.1.1, wirklich auch wieder dem Macher der Map, dem Entwickler, wieder wirklich richtig gut gelungen. Also von mir für die Map auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung. Kann ich euch nur empfehlen. Es sind tolle Linien dabei, einige neue Linien. Und da werden wir auch ein paar davon hier im Let's Play noch fahren. Und wir werden auch im Laufe des Let's Plays auch öfters mit dem Solaris Urbino 18 und auch irgendwann mal mit dem Solaris Urbino 12 unterwegs sein. Weil es beides auch wirklich richtig, richtig schöne Busse sind. Wirklich wunderbar umgesetzt. Ihr seht, der sieht echt richtig gut aus. Wir können auch kurz mal hier von innen gucken. Hier haben wir den Fahrerarbeitsplatz. Auch hier sieht der Bus wirklich richtig gut aus. Hier wirklich die Texturen wunderbar. Alles sehr schön umgesetzt. Hier oben haben wir das Ibis. Auch hier von den Spiegeln her sieht auch richtig gut aus. Hat man einen guten Überblick. Da kommt ein Kollege vorbei. Genau, und können wir mal kurz hier im Fahrgastraum gucken. Da sieht das Ganze so aus. Drei Türen besitzt er hier vorne. Die können wir steuern. Die anderen beiden können die Fahrgäste selber öffnen und schließen, wenn wir die Türfreigabe betätigen. Und was bei dem Bus auch richtig cool ist, dass wenn man die Haltestellenbremse setzt, also die Türen freigibt, dann senkt der Bus sich automatisch ab. Also er besitzt ein automatisches Kneeling. Auf jeden Fall auch eine richtig, richtig coole Funktion. Ja, und an sich sieht der Bus auch wirklich einfach richtig spitze aus. Also ist schon ein sehr schöner Bus. Genau, und mit dem fahren wir heute, wie gesagt, hier auf der Map Gladbeck in der Version 5.1.1. Und zu erwähnen ist noch, dass an der Map im Moment auch noch weiter gebaut wird. Ja, und hier fahren wir heute auch eine neue Linie, und zwar die Linie 249 von Recklinghausen Hauptbahnhof, also im Hauptbahnhof von Recklinghausen, nach Gelsenkirchen-Buhr-Rathaus. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen mit Buhr. Ich habe, glaube ich, immer Buhr bis jetzt in den anderen Videos gesagt, wo wir hier in Gladbeck unterwegs waren, aber Gelsenkirchen-Buhr ist es, glaube ich, ne? Gelsenkirchen-Buhr-Rathaus. Falls nicht, korrigiert mich unten in den Kommentaren bitte, aber ich glaube, ihr hattet mich nämlich da auch schon korrigiert. Ein paar von euch hatten da immer geschrieben, es wird aber so ausgesprochen. Und ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig ausgesprochen. Also Gelsenkirchen-Buhr-Rathaus, glaube ich. Genau, und da würde ich sagen, lasst uns auch nicht mehr lange warten. Wir können jetzt direkt mal loslegen. Wir stehen hier auch schon am Hauptbahnhof in Recklinghausen. Hier haben wir die Busplattform da drüben. Da ist der Hauptbahnhof. Und da werden wir heute die ersten Fahrgäste aufnehmen. Wir können schon mal hier die Haltestellenmarkierungen und Wegweiser einblenden. Und dann werden wir jetzt erstmal den Fahrplan auswählen. So, 249 werden wir fahren. Wir haben jetzt gerade 14.05 Uhr. Und dann gucken wir doch mal. Das passt. Recklinghausen Hauptbahnhof 14.09 Uhr. Ja, das wäre nicht so passend, weil es wären 4 Minuten. Oder wobei, wenn wir uns ranhalten, schaffen wir das auch hier in Recklinghausen Hauptbahnhof in 4 Minuten. Ja, das schaffen wir. Drücken wir OK. Wir lösen Wagen Nummer 4068 ab. Dieser wird ausgesetzt. So, ja, ist genau der Kollege. Und dann als nächstes machen wir die Bordelektrik an. So, die Lampen gehen an, der Bildschirm leuchtet auf. Ich kann euch ja später im Verlauf der Fahrt auch mal hier... Oh ne, was ist das jetzt? Kraftstoff
Vorrat gering. Wie viel haben wir denn noch drin im Kraftstofftank? 20%. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es reicht. Hoffen wir mal, dass es reicht. So, dann. Lass mal, der Kollege da drüben hält er jetzt an. Wirst du uns doch wohl nicht die Fahrgäste wegschnappen? Ne, steigt keiner ein. Die sollten dann bei uns einsteigen. Ich glaube, der hat auch gar nichts geschildert im Moment. Ja, der wird jetzt gleich ja wegfahren. Der wird jetzt auf Betriebsfahrt irgendwie umstellen oder so. Ja, der Kraftstoffvorrat ist ein bisschen gering, wir haben 20%. Ich glaube, so wenig hatten wir bis jetzt noch nie, beziehungsweise ich weiß es nicht. Ich habe nie so ganz genau drauf geachtet, aber wir hatten bis jetzt noch nie die Meldung bei irgendeinem Bus. Kraftstoffvorrat gering, aber hoffen wir einfach mal, dass es reicht. Genau, also im Verlauf der Fahrt kann ich vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Schalter eingehen, was man damit machen kann, was ihr damit machen könnt. Genau, jetzt muss ich aber erstmal beeilen und vorfahren zur Ausgangshaltestelle. Dann erstmal Motor starten. So, da läuft er wunderbar. Dann widmen wir uns mal schnell dem Ibis. Da steht, wir haben noch 2,8 Minuten Zeit. Hier haben wir auch den Fahrplan. Wir sollen planmäßig an der Haltestelle Buhr Rathaus um 14:49 Uhr ankommen. So, und dann erstmal Linie Kurs. Da haben wir die Nummer 2, nee, nicht 4, löschen. Nochmal Linie Kurs. 24900. Steht übrigens auch hier. Haben wir auch so eine Übersicht. Wir fahren die 249 Recklinghausen Hauptbahnhof nach Gelsenkirchen Buhr Rathaus. Die 24900 und dann in die eine Richtung 01, in die andere die 02. So, und wir müssen die 02 als Route eingeben. So, 02. Da steht es nach Buhr Rathaus. Wunderbar. Dann schildert er jetzt auch. Gucken wir nochmal außen. Da steht es jetzt auch. Sieht auch richtig gut aus, die Anzeige. Also gefällt mir echt richtig gut. Kann man sehr gut lesen. 249 nach Buhr Rathaus über Herten Mitte. So, und dann wären wir eigentlich soweit abfahrtbereit. Drücken einmal die Bremse, legen den Vorwärtsgang ein, lösen die Bremse, lösen die Feststellbremse, setzen den Blinker rechts und fahren an zur Ausgangshaltestelle. Also ich finde die Texturen hier bei den Bussen auch wieder wirklich richtig gut gelungen. Auch so da bei dem Tacho und so. Das sind hier wirklich alles auch bei den Schaltern, überall hier beim Fahrerarbeitsplatz und auch sonst im Fahrgastraum und so und auch außen bei dem Repaint jetzt hier von Vestische. Auch wirklich wunderbare Texturen mit sehr guter Qualität. So, da sind wir an der Ausgangshaltestelle. Die Leute kommen schon etwas vorgelaufen. Und heute habe ich mal den Fahrscheinverkauf auf einfach eingestellt. Also ich hoffe mal. Nee, nicht nix, ich hoffe mal. Nee, auf einfach eingestellt, dass ich einfach nur T drücken muss. Ich glaube, das war dann Fahrschein ausgeben und Steuerung T, um Rückgeld auszugeben. Also ich ja nicht immer das genau einzeln auswählen muss. So, dann einmal Haltestellenbremse setzen. Ihr seht, der Bus senkt sich ab. Automatisches Kneeling, wie gesagt. Und dann öffnen wir die Türen und die Fahrgäste können einsteigen. Guten Hallo. Tag, kommen Sie rein. So, wir blenden uns auch mal ein, dass Hallo. wir. Hallo. Hallo, hallo. Verspätungen sehen, beziehungsweise Eine Verfrühung. normale Fahrkarte. Sonst müssten wir immer da hochschauen. So, einen normalen Fahrschein. So, hier ist Ihr Fahrschein und Steuerung. Also Rückgeld kriegt sie gar nicht. Guten Tag. Guten Tag. So, und da sind auch schon alle eingestiegen. Wir haben noch 0,5 Minuten Zeit. Wunderbar, das sollte dann alles wunderbar passen. Fahrgäste werden wahrscheinlich jetzt keine mehr kommen. Können schon mal die Tür schließen. Und ich hoffe echt mal, dass es mit dem Kraftstoff reicht. Wir haben 20%, das wird echt verdammt eng, glaube ich. Aber ich glaube, ja, wir hatten bis jetzt noch nie irgendwie mal so eine Meldung im Bus. Gut, ich weiß gar nicht, ob es bei den anderen Bussen auch so ist, dass die so eine Meldung anzeigen können. Also hier bei dem Bus, da können auch verschiedenste andere Meldungen noch angezeigt werden. Wie zum Beispiel, was kann noch angezeigt werden? Dann irgendwie, dass für die Bremsen noch nicht genug Druck vorhanden. Und verschiedene Fehler, wenn irgendein Fehler auftritt, wird er angezeigt. Also verschiedenste Sachen findet ihr alles im README, im Handbuch zu dem Bus, wenn ihr euch den Bus im OMSI-Forum downloadet. So, jetzt ist aber auch soweit, wir können abfahren. Einmal wieder Türfreigabe deaktivieren, also Türen sperren, der Bus hebt sich automatisch an. Blinker links und wir fahren los. Verlassen die Ausgangshaltestelle und fahren einmal davor und dann geht's links lang weiter. So, das Signal steht noch auf Halt, dann halten wir es mal an. So. Und da wurden wir erkannt, wunderbar, und dann warten wir mal, dass es umspringt. Genau, drei Türen besitzt er, von der wir hier halt die vorderste mit dem Knopf hier steuern können. Die Türen 2 und 3, wie gesagt, also die und die, die können die Fahrgäste selbstständig bedienen. So, da kommen keine Autos, wunderbar, dann können wir auch ein bisschen auf die
andere Fahrspur ausweichen, um hier perfekt rumzukommen. Und ich finde, der Bus, der hat eine schöne Beschleunigung, lässt sich wirklich richtig gut steuern. Also wirklich wunderbar. Oh, da steht der Kollege von vorhin. Alter, ist hier viel los. Alter. Guckt euch das an, wie viel Verkehr hier gerade ist in Recklinghausen. Da stehen sie und dann hier die Straße runter, mein lieber Mann. Und da, Alter, ist hier viel los. Alter. Zum Glück haben wir da vorne freie Strecke in die Richtung, in die wir fahren. So, müssen ein bisschen rüber. Damit wir nicht hier den Kollegen mitnehmen. Das wollen wir möglichst vermeiden. So, und wir ordnen uns aber vielleicht mal rechts ein, damit wir dann auch schon auf der rechten Seite sind, falls jetzt gleich die nächste Haltestelle kommt. Nächste Haltestelle. So, ich habe mal umgeschaltet. So, 50 dürfen wir fahren. Also ich finde, der Bus hat echt eine richtig gute Beschleunigung, lässt sich gut lenken, auch ein gutes Bremsverhalten und so, also gefällt mir sehr gut. Und hier links, da stehen sie wieder echt richtig Schlange. So, haben wir Glück, dass hier auf der rechten Spur ein bisschen weniger los ist. So, was ist mit euch los? Ihr wollt abbiegen, du auch. Ja, Blinker, ne, gibt's nicht, ne, also ist ja nur so, einfach mal so ans Auto dran gebaut, brauchen wir nicht zu verwenden, ne, nee, gar nicht. So, da vorne ist die nächste Haltestelle, die Haltestelle Vitor, wir sind wunderbar in der Zeit und da warten auch wieder einige Leute. So. Und dann einmal Türen freigeben, ihr seht, der Bus senkt sich wieder ab und wir öffnen die vorderste Tür, wunderbar. Also sieht schon echt richtig gut aus, der Bus. Guten Tag, hallo, hallo, kommen Sie rein. So, und dann geht's wieder hoch. Der Bus wird angehoben, Blinker links. Und wir können weiterfahren. So, Straße ist auch frei. Wobei, bleiben wir erstmal hier auf der rechten Spur. Gucken wir mal. Vorne ist eine Kreuzung, aber so wie es aussieht, müssen wir geradeaus weiter. Ja, die rechte Spur geht hier eh nur geradeaus. Die linke ist ja zum Linksabbiegen. Also ist auch gut, dass wir auf der rechten geblieben sind. So, hier fährt jetzt die 249, die wir fahren, entlang. Und nachts fährt hier der Nachtexpress Nummer 2 entlang. Genau, also wie gesagt, hier gibt es echt einige neue Linien. Wie viele sind eigentlich jetzt insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Linien könnt ihr hier auf der Map Gladbeck in der Version 5.1.1 fahren. Also wirklich richtig viele Linien habt ihr hier zur Auswahl. Viele Fahrminuten kommen dann da zusammen, wenn man hier alle Linien mal fährt, also ist schon eine richtig schöne Map, die Map Gladbeck, und dass da immer noch weiter dran gearbeitet wird, die immer noch erweitert wird, und ist ja übrigens eine reale Karte, also nach realem Vorbild wurde die hier gebaut, und das ist schon echt eine richtig coole Sache, und ich kann mir schon vorstellen, dass es echt ganz schön viel Arbeit ist, besonders wenn man nach realem Vorbild baut, da muss man ja gucken, dass die Straßen ungefähr passen mit den Kreuzungen, so auch hier die Gebäude und so, das ist ja auch einige immer nach realem Vorbild gebaut oder auch so mit Haltestellen und sowas. Also das ist schon eine coole Sache. Grüß dich, Kollege. Wir haben kurz die Hupe gehört. Hört sich so an. Genau, was haben wir denn hier so? Na, wobei, jetzt fahren wir weiter. Vielleicht an der nächsten roten Ampel können wir nochmal hier ein bisschen auf die Schalter schauen. Also die Map Gladbeck Version 5.1.1. Echt wieder eine super Map geworden. Super Überarbeitung. Gefällt mir richtig gut. So, wir bleiben auf der rechten Spur. Da vorne ist die nächste Haltestelle. Steintor. Perfekt, kommen wir durch grüne Welle gerade und da ist die Haltestelle und danach müssen wir links weiter, also müssen wir uns dann gleich links einordnen. So, Türen freigeben, Bus senkt sich ab und dann steigen sie nochmal ein. Guten Tag, hallo, hallo, guten Tag, hallo, hallo, guten Tag. Na, keiner grüßt zurück, dann eben nicht. So, gucken wir gleich links rüber, Straße ist frei, perfekt. Aber da vorne, da war ja echt verdammt viel los. Mein lieber Mann. Ich finde, der Bus sieht auch echt richtig cool aus. Also hier von der Front und so. Das hat schon was. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Bus. Und hier vom Heck. Sehr cool. Der hat auch irgendwie so ein bisschen, die Anzeige ist schon so ein bisschen anders als jetzt beim Citaro und den anderen Bussen. Da sind irgendwie die ganzen Punkte so viel dichter, finde ich, und so. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. So, jetzt stehen wir hier an der roten Ampel, schließen wir ein bisschen auf. So, jetzt bleiben wir aber stehen, nicht, dass wir dem vorne drauf fahren. Ja, ist noch ein bisschen Platz. Aber die hinten können eh nicht vorbei. Wobei, die ordnen sich alle hinter uns ein. Bis auf der eine, der will auch geradeaus. Dann dürfen wir nicht weiterfahren.
So, jetzt ist aber grün, dann können wir weiterfahren. Ja, genau, so sieht's aus, oder was? Erst links einordnen und dann, ach, ich könnte ja doch mal, geradeaus fahren, ist doch auch eine gute Idee. Fahren wir heute doch mal lieber geradeaus. Ist echt, hätten sich gleich da rechts einordnen können. Meine Fresse, ey. Mein lieber Mann. So, nächste Haltestelle. Paulusstraße, und da vorne haben wir einen Kreisel. So, Haltewunsch haben wir jetzt auch, wunderbar. Das heißt, wir halten auf jeden Fall in der nächsten Haltestelle. Gucken wir mal, kommen wir noch vor dem Kreisverkehr, warten wir lieber. Ne, der will eh raus, gut, dann können wir auch rein. Ab in den Kreisverkehr. So, hier wollen wir nicht raus, wir wollen hier die zweite Ausfahrt. Dazu nehme ich Blinker, dann wissen auch gleich die anderen Autos, dass wir hier raus wollen. Ups, scheiße, kommen wir hier rum? Ohne die mitzunehmen. Ich finde es auch richtig cool hier bei OMSI 2 mit den KI hier, mit der KI im Kreisverkehr, dass sie auch wirklich darauf reagieren, dass wenn man den Blinker gesetzt hat, also jetzt im Kreisverkehr den Blinker gesetzt hat, dass man damit halt anzeigt, dass man den Kreisverkehr verlassen will, die auch so richtig darauf reagieren und alles. Also das ist schon... Ja. Dass sie auch richtig darauf reagieren, dann wissen, okay, ich kann jetzt in den Kreisverkehr reinfahren, der will also rausfahren und so weiter und so fort. Also das ist schon... Sehr gut gemacht. Hallo, guten Tag. So. Fahrgäste sind ausgestiegen. Okay, ist auch ordentlich was los hier. Der Bus ist schon ordentlich voll. Ein paar Plätze sind noch frei, aber ist schon gut gefüllt. So. Hier, wenn ihr mal guckt, wie der beschleunigt. Also, so hat schon eine schöne Beschleunigung, finde ich. So, rechts vor links. Straße ist frei. Okay, weiter geht's. Bei den Haltestellen ist ja auch übrigens immer so, dass jeweils 15 Meter vor der Haltestelle und jeweils 15, also vor der und hinter der Haltestelle jeweils 15 Meter keine Autos parken dürfen, einfach um den Bussen halt das An- und Abfahren, das leichtere An- und Abfahren zu ermöglichen. War auch eben da jetzt so, dass da halt wirklich einige Meter vor und hinter der Haltestelle keine Autos geparkt haben. Damit man einfach viel besser da ranfahren kann, wieder abfahren kann, weil stell ich mal vor, da steht so kurz vor der Haltestelle und hinter der Haltestelle die Autos und da kommt man mit dem Bus eigentlich dann wahrscheinlich eigentlich richtig schlecht nur an den Bordstein ran und so geht es halt dann wirklich gut. So viel Tankinhalt haben wir noch, immer noch 20%, ja, das sollten wir schaffen. Wir fahren zwar jetzt im Moment auf Reserve, aber das passt trotzdem noch, glaube ich, so wie es im Moment aussieht. Nächste Haltestelle. So, hier hätten wir so eine Tankstelle gehabt, aber, ah ne, kommt. Wobei, vielleicht nehmen wir die nächste Tankstelle dann doch mal. Oh, das war gerade knapp. Boah, da im Spiegel sieht man das. Letzten Moment noch reagiert, ein bisschen rübergezogen. So, aber das hat noch alles gepasst. Kein Unfall, kein Accident. Sonst hätten wir auch oben die Meldung. So, Westring ist die nächste Haltestelle. Da haben wir da vorne eine Haltebucht, genau. Jetzt sind wir jetzt bei einer etwas größeren Kreuzung und da warten auch drei Fahrgäste. So, schön hier reinfahren, möglichst der Verkehr weiter fahren kann. Ja, perfekt. So, guten Tag. Hallo, guten Tag der Herr, guten Tag die Dame. Kommen Sie rein. So. Wunderbar. Und dann kann es auch wieder weitergehen. Blinker links und schön das Schild nicht mitnehmen. Ja. So ist das schön. Genau, weil wenn da nicht steht, wenn jetzt die Anzeige Kraftstoffverbrauch zu gering halt weg ist, halt sobald wir halt dann genug Kraftstoff haben, steht dann da, wird dann da immer die Türanzeige angezeigt, also wie viel, nicht wie viel Türen, wie viel Türen, egal, halt wie, welche Tür freigegeben ist, welche Tür auf ist, ob der Bus abgesenkt ist und so weiter. So, hier war kurz 80, hier ist wieder 50. So. Aber in der nächsten roten Ampel kann ich euch mal irgendeinen Schalter mal zeigen, was der macht. Genau, ja, nur weil ich gerade so ein bisschen Gas gebe, Gas wegnehmen und so weiter. Oh, wir haben eine Busspur, sehr cool. Wir können also hier auf der Rechtsabbiegerspur bleiben, weil wir jetzt geradeaus auf die Busspur wechseln. Nächste Haltestelle, St. Suibert-Platz. St. Suibert-Platz, so, da wären wir. Hallo. Hallo. Oder kann ich hier auch die Bildschirme wechseln? Nee, ne? Das geht nämlich nicht. Erst wenn die Anzeige da weg ist. Erst wenn wir genug Kraftstoff haben, kommt da eine andere Anzeige hin.
So, und wieder schön beschleunigen, schon 20, 30, also der beschleunigt echt gut.